So, jetzt geht's auf in Runde Nummer 3 bei Isaac Afterbirth. Und ich habe es herausgefunden, ich bin Benjamin Dead. Und zwar, ich habe hier die Saves von meinem alten Fall wieder gefunden. Und zwar steht hier unten, Import Data. Would you like to import yourself from the Binding of Isaac Rebirth? Also, das heißt im Klartext, wir haben jetzt alles wieder hier. Los, Lilith ist gesperrt. So, was hat denn D4? Okay, ich will jetzt auch mal Judas spielen, habe ich heute richtig Lust drauf. Also wir haben jetzt, ich habe jetzt auch alle Items, die ich damals hatte, also alles ist jetzt wieder wie damals, plus die Bonus-Items. Da gehe ich so gerade bewusst nicht rein. Boah, es ist so schön wieder Judas zu spielen. Judas, Judas. So. Ich weiß das. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel vorspiele. Also, das heißt vorspiele. Generell ist es so. Ich bin morgen noch. Also spiele ich jetzt die dritte Folge am gleichen Tag auf. Und morgen bin ich eigentlich in Köln bei der ESL zum Finale der LoL World Finals. Ja, und da müsste ich auch noch um 9 Uhr circa aufstehen. Aber okay. Gut, wir haben uns geschafft. Toothpaste. Oh, ich liebe es. Und. Also generell mache ich es ja auch. Wow, dann glaube ich ein bisschen gesteilt gerade. Das ist auch so klein. Also generell ist es so, normalerweise spiele ich eigentlich immer so resetten. Also bis ich ein gutes Item habe, mache ich jetzt hier mal nicht, weil ich ja noch wieder Items kriege. Ich muss ja jetzt den direkt meistens auf. Aber ich muss sagen, das ist ein bisschen rot. Also generell habe ich so mir bei einem Isaac-Streamer einiges abgeschaut. Unter anderem, dass man meistens mit Damage oder sowas startet oder halt so ähnlich einfach, was man vorher einplant. Halt einfach nur, damit man... Okay. Schnell. Besser am Anfang die Räume aktivieren kann. Halt, okay, was hier ein bisschen problematisch wäre, ist ja sowas wie Epic Fetus oder... Sag mal schnell. Wie heißt das Item? Hypercake, also Explosive Shot. So, dann. Ich gehe jetzt aber mal runter in den Item Loop. Das war auch was Geiles. Was richtig, richtig Geiles. Aber warte mal, wir haben leider... Oh, PhD-Wetter fällt. Was ist das? Speed up. Speed up. Dann schauen wir jetzt einfach mal hier in die Uhr. München! Schon wieder München! Was haben wir hier? Ah, Brian. Ah, die fangen wir. Jetzt soll ich den am Zack kommen. Heute. Ashes Cookbook, Summon Box. Oh, ist auch so ein Item Pool. Ich gehe hier weiter hoch. Eine Pille. Lemon Party, die hebe ich mir auf. Was haben die... Was wollen die da von mir? Was wollen die Bros? Die Bodies. Ah gut, hier ist der... Boss und es ist Fistula. Also Fistula ist eigentlich so eher so ein krasser Boss. Ich finde es cool, hier wird so generell so ein Indikator, wenn der Boss so irgendwie besiegt wird. Rotten Meat! Kein Spiel ab. Ich wage es. Gabi Serbol, ein Gabi-Item. Nehme ich gerne.
Dann heben wir uns die Lemon Party für später auf. Nimm vielleicht auch mal so einen Speedticker oder einen Zielflorin teil. Oh mein Gott. Ich wollte halt ganz schön Kumpel Bescheid sagen, der morgen auch mitkommt. So, jetzt bin ich auch wieder falsch, ne? Kaffee-Tor. Ja, wer es nicht wusste, Goathead funktioniert quasi. Goathead war ja. Book of Belial hat auch quasi so einen eingebauten Goathead, also. Der wird jetzt gehen, auf jeden Fall klar. Oder halt Angel Deals, also generell nach. Nach dem Bossfight wird man spawnen. Und verkraft mich ein bisschen. Alter. Mr. Boom. Einmal hier hinsetzen. Brauchen wir ein Itempool. Und weiter geht es. Ich will zuerst weg haben. Und das funktioniert auch soweit ganz gut. Sehr schön. Monster Mini, so Temporary Party. Da kriegen wir was Neues. Ne, es ist lang weg. Aber auch gut. Jetzt hätte ich hier mal eine Bombe hin, weil wir eine Chance nicht erhöhen, dass wir eine Chance auf verdammt gute Pillen. Das ist keine bekannte Pillen, aber hier haben wir gerade echt nicht. Das ist gerade echt super bad. Oh, Liberty Cap. Liberty Cap ist geil. Gut. Na? Die dritte sein. So, jetzt. Io Wizard, vergiss es. Bad Gas. Den Lemon Part, das war sehr schwer. Ich gehe in Item Room. In den Shop, meinte ich. Den Shop müsste ich auch eigentlich wieder auffüllen. Das ist jetzt mindestens. Hat, aber das kriege ich nicht vergibt. Nehme ich einen Schlüssel und eine Bombe mit und dann wird das gespendet. Ja, das muss ich jetzt echt wieder machen, weil meine Bank ist leer, dank eines beschissenen Fehlers, dass ich zu spät erst wusste. Und zwar war das bei mir schon bei 999. War richtig, also war komplett handvoll. Und ich wusste nicht, dass direkt danach, wenn ich noch eine reintue, dass die Bank dann explodiert und ich nur noch sein sollte, sie selber eine Münze rauskriege. Okay, Pie habe ich noch. Also manchmal ist das nicht, aber die ist dann. Gut, Pie ist besiegt. Moment. Das ist kein Goathead mehr. Book of Belial ist kein Goathead mehr. Ich glaube, ich kacke ein Ei aus. Die haben Jonas genervt. Die Drecksschweine.
finde ich interessant. Das ist blöd, irgendwie. Zu einem interessanteren und schweren Charakter. Judas, das ist belast. Aber wir haben gerade einen guten GPS. Full health. Das ist die Stimme, die das jetzt auch sagt, richtig geil. Okay, hier vorsichtig sein. Vielleicht deren ich hier noch nicht so gut gekannt habe. Okay, die explodieren und machen. Alles. Technology, Öliges kommen. Ich nehme mal mit. Das wackelt so ein bisschen, ne? Was hat sich verändert? Okay, aber wenigstens haben wir jetzt hier was Geiles, also zwei Shadow Hearts bekommen. Okay, ich bin mal gespannt, ob die jetzt hier auch Womp verändert haben, also den Uterus. Wenigstens kriegen wir die jetzt was easy besiegt. Also Damage macht sich den jetzt richtig. So. Also mir geht es doch gar nicht so darum, eine Schnelle zu sein oder irgendwie, dass man irgendwie wart. Ich will jetzt wirklich einfach nur ich drück's freundlich aus, einfach gemütlich zocken und Afterbirth genießen. Okay. Es sei denn, ich wollte mal sehen, wie das ist, wenn ich versuche, so schnell wie möglich das zu machen.
Dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Dann schaue ich das nicht. Okay, da ist nichts. Oh, hör mal. Oh, nur eine Hand? Okay. Gut. Bomben. Immer dieses blaue und lila Feuer in die Luft jagen, weil da hast du eine verdammt hohe Chance auf Soulhearts, die man hier gerade gesehen hat. So. Ich werde jetzt auch wahrscheinlich. Ich sollte das jetzt mal hier sagen, aber. Ich werde jetzt auch wahrscheinlich meinen Upload-Zeiten irgendwie sowas verändern. Ich werde das jetzt so einen Wechsel machen. Weil ich habe gesehen, dass ich schaffe es einfach nicht mehr pro Tag eine Folge TWP und Afterbirth hochzuladen. Das schaffe ich einfach zeitgleich nicht beim Abi. So, ich werde es so machen. Es wird pro Tag eine Folge geben. Eine einzige von mir. Entweder Afterbirth oder momentan TWP. Weil es ist einfach zu viel zum Aufnehmen und Tag, bin ich ehrlich. Ich hoffe, das könnt ihr verkraften. Ich habe auch dafür Verständnis, dass ich das so machen muss. Ich werde. Ich werde aber generell mal schauen, wenn ich Ferien habe oder etwas mehr Zeit, auch mal schauen, dass ich eine Folge mal mehr mache. Weil so. Okay, es kam auch bei mir noch der blöde Fall dazu, dass ich Internetprobleme hatte. Aufgrund. Leitungsausbau hier in meiner Stadt. Also ich glaube echt nicht, wie oft ich schon kurz davor war zu sagen, wo genau unterwegs wurde. Sind ja schon ein paar Mal fast rausgerutscht. So. Aber gut. Wir suchen mal kurz den Item. Was soll das für ein Christoph Supply? Ihr wollt mir doch die Eier legen. Alter. Hab ich mich da gerade erschrocken. Ich hab gedacht, die wollen mich doch jetzt komplett verarschen. Was ist eine goldene Kacke? Ich muss nicht schnell loswerden. So, jetzt Stigmata, der mir schon den Ski ab. Ah, komm. Bock. Oh, ein Kapitän wäre doch mal gar nicht. Ah, Jura, wir sind. Das wollte ich. Aus. Da hat es bestimmt reagiert. Okay, ich merke, der Laser ist. Immer noch. Wach. Ich hatte gedacht, wo die so viele Items verändert haben, gebufft und so alles Mögliche genervt. Dachte ich, dass sie das jetzt auch verändert hätten, aber nevermind. Gut, dann gehe ich aber nochmal in den Item Room. Mein Gott, in den Shop. So, ich finde mal hier was Geiles. Oh, der Ende ist hier. Ich lasse ihn mit zu droppen. Ich werde hier nicht rausgehen, ohne eine weitere Münze zu haben. Ich brauche nur eine, und die kriege ich noch. Oh, da ist eine. Da ist hoffentlich eine. Komm. Da hier zu versuchen. Ich wusste es. Oh, Ultra Pride. Wer es nicht wusste, dieser Miniboss ist angelehnt an die beiden Hicker von Mining 30.
Edmund McMillan und den anderen kennen sie. Hey Münze! So gut, warte da. Entschuldigt bitte, wenn ich das jetzt gerade nicht weiß. Auf jeden Fall dieser Boss, Ultra Quiet, ist auch der einzige Boss in Ultra-Version. Ist angelehnt an die Entwickler, wie gesagt. Broken Watch. Das könnte uns zum Verhängnis werden. Weil das Problem ist, bei der Broken Watch die Technik auf die Schleinig nicht mehr verlangsamen. Okay, jetzt gehen wir mal zum Boss. Brownie. Kein Kommentar. Okay. Das ist jetzt. Das war interessant. Das war verdammt interessant. Okay. Hallo Brownie. Okay. Wir sind halt. Ich darf es gerade echt nicht sagen. Das sind alle Warcraft-Skelette. Nee, ich hab. Kann ich das eigentlich nicht auf die Hand? Lol. Okay. Glücklicherweise war davon gerade beides nicht so geil. Jetzt haben wir jetzt die Spinne, die ich bloß einmal wieder aufbauen. Okay. Jetzt sind wir mal an. Machen wir es jetzt auch. Perfekt. Judas Shadow ist einfach ein richtig geiles Item, weil unser Damage verdoppelt wird. Ich glaube, das können wir gerade gut gebrauchen. Oder was? Ja, so ist der Damage schon geiler. Will ich es wissen? Die werden nicht wirklich so. Ey, ihr wollt mir doch kurz ein bisschen nicken. Ich mag dieses Spiel. Es schafft es wirklich, all das, was einen töten kann, noch stärker zu machen. Oh.
gefährlichen Bereich. Komm, ging hier. Geh in der Batterie. Okay. Gut, ich würde sagen, das war's dann für diese Folge. Gut, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Hashtag Afterbirth ist geil.